Ich fahre normal wie ein Bei Fett mache ich im Regen die meisten Fehler. Ich auch, weil der drückt mir das Auto zu sehr über. Ja. Aber also ich dachte, mehr Fehler kann man sowieso nicht machen. Stell ich's ein. Standard. Ja. Auch wenn du fair sein möchtest, wegen der Aktion, dann lass dich bitte kurz zurückfallen. Danke. Ja, nee. Lieber nicht. Ich drehe mich sowieso noch. Yeah, Verbesserung auf 1,458, juhu! Schön. Oh, und ich ziehe vielleicht 1,45,5. Hallo, ich fahre auch mit Tastatur. Da ist es ja, schwieriger zu beschleunigen. Da geht auf jeden Fall besonders bei Regen. Genauso also ich halte immerhin Mike hinter mir, das reicht. Und ich komme da ran. Mike will das aus Malaysia gut machen. Ja, also wenn dieses Drecksteam noch einmal mich an einer Aufnahme behindert, dann fliegt persönlich zu den Worten. Heute war ein Steam-Fehler, heute ist komplett alles ausgefallen bei Steam. Wo ist? Da trainiere ich drei. Ja, bei uns allen, also bei. Eine Stunde. Aus der Liga bei uns hat Steam überall nicht funktioniert. Ja. War kompletter Ausfall. Aber Steam. Ich hab gehört, dass Steam irgendwie auch gehackt wurde oder sowas. Wer wurde gehackt? Steam oder irgendwas, aber. Ach! Also gehört, bei Christoph wurde irgendwas gehackt. Oh ja, genau. Genau, ja, das Profil. War doch was. Bei mir waren die Hälfte der Freunde weg und dann auch du, Murchan. Du, Mike, nur mal kurz zur Frage: Hab ich dich jetzt überholt? Ja. Sean, was ist passiert? Das ist etwas Hick ist ausgebrochen. Ungefähr 30 Sekunden. Was ist bei deinen Freunden passiert, Christoph? Die Hälfte meiner Freundesliste ist gelöscht worden irgendwie. Ich habe jetzt mal Passwort geändert. Wurden die Spiele weggenommen oder? Ach hey, wie können die weggenommen werden? Die sind alle noch da. Nur oh Mike, die Hälfte der Freundesliste war irgendwie weg. Und ich weiß jetzt nicht, ob der richtig gehackt wurde oder nur ja durch diesen. Und da ist er weg. Tschüss Mike. Oh nee. Wenn man von Steam spricht. Ja. Gleich kommt er rein. User in your channel timed out. Nee, der ist komplett weg. Oh, der war richtig scheiße. Oh, sagt man nicht. Ich glaube, ich war jetzt channel. Mal so voll rein. Mann. Das darf Mike, nicht wahr sein. Wo hast du es denn gesagt? Ja. Ja, wir hätten das gar nicht erst ansprechen dürfen. Dann passiert immer sowas. Nee, wir hätten es lieber Thema lassen sollen. Ja. Entschuldigung. Ich war schuld. Tut mir leid, Mike. Ja, da würde ich mich jetzt noch vorbeilassen. Ich bin durch die Kurve getriffelt jetzt hier, diese rechts links da. Ja. Aber lebst noch? Nein. Okay. Ach komm, nochmal von mir, alles Gute nachträglich, auch wenn schon etwas länger her ist, aber egal. Ja, danke. Du hattest ja am Weltuntergangstag Geburtstag. Und wir leben immer noch. Aber es gibt Leute in den USA, habe ich gelesen, die verstecken sich immer noch, weil sie denken, dass wir Aliens sind und die eigentlich ja, ach normalen. Menschen sind. Ey, was ist das denn? Lol. Bleib ruhig, Mucke, der Arzt. Wie, was ist jetzt? Ich bin abgehoben! Ach so. Okay. Ja, hat doch schon noch gegen die Wand geknallt und Flügel ab. Alltag. Na scheiße, was Flügel aber auch noch? Habt ihr ja, auch gehört, Amerika? Minus 30 Grad. Oh, was? Mann. Ja. Ey, Tom, das war oh so. Gott. Hör mal zu, eine Geschichte. Ist normal, normaler Bewohner New York, hat einen Kaffee, wollte einen Kaffee trinken. Macht ein Experiment, schmeißt den Becher in die Luft, beziehungsweise den Kaffee raus und ja. Das gefriert zu Eis und fällt runter. Ja, oh, das what? Ist doch genauso wie diese Gartensprenger. Wie heißt Gartensprenganlagen. Ja. Und zwar kannst du sagen, Tom, ein ganzes Auto ist eingefroren gewesen. Die Niagara-Fälle waren nicht mehr Fälle, die waren nur noch Eisblöcke. Die Niagara-Eisblöcke. Naja, dann werde ich halt letzter. Kennen wir von dir, wa? Ist zum Glück nur Training. Ach, scheiße! Och, Mann! Ich bin voll abgehoben und dann auf einmal bin ich bin abgehoben, hab mich dann gedreht und dann schön die Mauer geknallt. Oh, also pass bitte. Moin. Tom, nach dieser, nach der zweiten Geraden, pass mal da unten in der Rechtskurve auf diesen Körb auf. Er darf nicht so rauffahren, ey. Da dreht man sich öfters mal weg. Jetzt ist hier Party angesagt. Fuck nur? Der Bundeskanzler ist da. Erstaunt ist. Nein, Magnus ist noch nicht hier. Ist kaputt. Ach nee, Becker ist das. Was ist kaputt, Sean? Christoph. Kerl. Christoph? Ja. Deine Freundin ist schwanger. Nee, ey, keine Christoph-Themen hier bei der Aufnahme. Das will ich nicht haben. Habt ihr eine Aufnahme am Laufen? Ja. Ach so. Dann gehe ich wieder runter.
Tom, nächstes Mal einfach. Einfach also nächstes Mal dann schreiben Gaming-Aufnahme. Ja, Gaming, die müsst ihr sowieso noch ändern, ne? Das Gaming. Da fehlt noch ein Y, ja. Da muss Tom noch so ein Sendehinweis denn. Nein, da muss einfach nur ein Y. Leg auf Sendung. Mucke, wie sieht's denn bei dir jetzt aus? Viel Spaß noch. Ja, letzter und ja, ich fahr jetzt schon wieder scheiße und ich weiß noch nicht, wie weit der Christoph weg ist, aber ich werd letzter. Tom, 13 Sekunden. Aber Christoph, ich glaube, Christoph steht gerade. Ich war mal so sozial und hab meinen Frontflug gerade abgelegt. Ja. Ohne Kerst die Zeit schon? Ja. Okay. Aber auch fett. Ja, fett auf jeden Fall. Ich fahr jetzt auch gleich mal auf fett, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ey, Tom, auf fett fährst du immer richtig schnell. Da bist du doch schon. Also bitte, Sean, hast du auch deine Probleme nach der zweiten geraden? Dann in der Rechtskurve, dieser Curb auf der Innenseite? Welche zweite Kurve? Ich meine, die zweite gerade. Also im ersten Sektor. Nein! Scheiße. Und dann, oh. dann die Rechtskurve. Safety Car, bitte, komm! Wo es denn zum Ende des ersten Sektors geht. Leck mich doch. Hat er sich an der Box abgeschossen? Echt? Ihr kennt doch den Reifenstapel bei der Boxeneinfahrt. Ja, den kenne ich. Und ich war ein bisschen zu weit links und die Kollisionsabfrage war dann ziemlich sporadisch. Das hatte ich gestern. Ich musste Runde 12 rein. Hab das sehr spät gemerkt und bin gerade noch so in die Box reingekommen. Oh Mann. Hier, ich bin Vorletzter. Sehr gut. Tom ist 30 Sekunden weg. Ist Mike eigentlich schon wieder zurück? Ich bin hier. Ich versuche das Spiel. Ja, also ich weiß langsam echt nicht mehr weiter. Ja. Vielleicht könnt ihr mir irgendwie helfen. Keine Ahnung. Alter, ich hab keine Ahnung. Ich meine, gestern lief es ja auch ohne Probleme. Hab ich dich berührt schon? Komplett mit Internet weg. Ja, ich bin kurz rausgeflogen und dann war ich wieder drinnen. Was war das denn gerade? Das reicht schon, um komplett rauszufliegen. Schau so, mal, Tom, das war gerade in mir drin oder ich in je nachdem. Jetzt sind wir hier beim Duell um Position 1. Sean gegen Dirty Chaos und Sean ist auf 1 aktuell. Aber schauen wir mal, wer von den beiden Kerzen benutzt. Stand bei mir wohl das Bild ganz kurz und beim Anbremsen kam ich wieder vorbei. Ich bin wieder am Spiel drin, macht Spaß. Dirty Chaos, da haben wir Quersteher, beide mit Quersteher. Können durch beide abschießen? Ich muss aber allein nur mit Fett klarkommen. Ey Tom, du ziehst 3 Sekunden pro Sektor weg. Das du, also aktuell fahre ich richtig Tom gut. Auch 1,43 fahre ich gerade. Aber es sieht aktuell aus, als würde Sean sich absetzen können. Vor Patrick, aber Patrick bleibt dran. Tom, was hast du für Rundenzeiten gerade? Also eben gerade 1,45, aber davor immer 1,43, also auf Fett. Also ist das Fett egal, also manche Damen, Fett im Ring bringt nichts, aber man sieht's ja. Also ich fand jetzt schon. Also ich bin jetzt auf Fett eine 1,48 gefahren. Stark, ganz stark, also, boah, bin erstaunt von dir. Kannst du nochmal machen? Warte, ich versuch's. Ich hab's nicht gesehen. musst du mein Video angucken, das siehst du nicht. Tom, hörst du immer noch so ein Geräusch bei mir oder ist es weg? Nö, ich höre nichts. Sehr gut. Also wenn das Geräusch deine Stimme ist, dann höre ich was. Wie bitte? Wenn das Geräusch deine Stimme ist, dann höre ich was. Was? So, jetzt eventuell der Angriff. Nein. Dirty Chaos ist eindeutig zu weit weg. Sean ist einfach zu überlegen. Die FIA-Kommission ist am Überlegen, ihm entweder Ehrenbleib zu geben oder eine Durchfahrtsstrafe. Da bleiben die Räder von Dirty Chaos stehen. Oder? Aber jetzt ist er rangekommen. Ja, du fährst mit Fett, fährt man eine Sekunde schneller, ey. Ja. Aber. Hallo. Ey, das war ein richtiger Zufall, gerade die beide gleich sind. Oh, ich glaube. Hätte die Aufnahme gestartet? Ich nicht. Irgendeiner. Nee, ich kann Kerls wieder benutzen. Und wie ich eben aus dem Team Radio gehört habe, ist Sean ohne Kerls gefahren und Patrick hat schon das halbe Kerls und jetzt ist er zu weit raus. Wo sind die gerade, Christoph? Das ist Doppel-links. Genau. Okay. Auf dem Weg zur Gegengeraden. Nein, da drehe ich mich einmal. Och, schade. Seid ihr noch da rein? Ja. Wir sind Runde 12 von 14. Ich verbessere mich auf 1,448 auf Fett. Schön. Das ist doch stark. Wollen wir einfach ein Blitzqualifying machen? Können wir das mit reinnehmen?
Bitte? Nur ein Blitzqualifying, das ist ja nur eine Runde. Nee. Und das krieg ich nie hin. Doch, ich glaub an dir. An dir? Oh. Ich glaub an dich. Das hat Murcha nochmal von mir definitiv. Weil ich vielleicht auch immer dir und dich, komischerweise, ich weiß nicht. Hallo Auto, bist du besoffen? Wow. Gut. Und da habe ich auch Patrick aber nicht mehr. Direkt dann nach Barcelona auf den zu fahren, dann haben wir wenigstens Regen fertig. Ja, ich würde gerade auch sagen, ich bin so im Regen drin. Und Barcelona ist im Regen ist ein bisschen wahrscheinlicher als als Bahrain. Naja, eigentlich, also. Jakob, genauso wie gestern, ne? Vorletzte Runde. Boah, was? Ja. Ah, die fahre ich auch nochmal kurz. Ja, ich hab auch jetzt wieder mein Chaos, deswegen... Tom hat immer noch 33 Sekunden Vorsprung, ich krieg doch die Motten, ey. Ja, Tom hat trainiert. Ja, aber eben gerade mich trotzdem gedreht. Oh, Entschuldigung, so mein Lenkrad. Jetzt wisst ihr, warum der Tom manchmal so schnell ist, wenn es überhaupt noch regnet. Oh, 21 Sekunden, hast du dich gedreht? Ja, ja. Den Speedhack an, Tom. Nee. Wenn es nämlich noch... kann ich ja nicht sagen, die Zuschauer wissen es ja eh, in Rostock regnet, ja, dann leitet sich jemand Kart auf und dann geht's aber ab. Auf den Bundesstraßen von Rostock. Ist klar. Ey, kennt ihr diesen Franzosen, der so sein eigenes Kart gemacht hat mit Mario-Kleidung? Ja. Nee. Ja. Ah, doch. Da hat jemand, Italiener, der hat einfach so auf Straße, hat einfach mit seinem Kart, hat einfach mal so gefilmt. Ja. Und ist vor dem Bullen abgehauen zum Beispiel. Ach, das kenne ich. Du kriegst tatsächlich für ein Kart, und Tom wollte es ja nicht glauben, du kriegst für ein Kart eine Straße zu lassen. Zumindest ein rotes Nummernschild. Es gibt Straßenkarts. Genau. Wie, das wollte ich nicht glauben. Es gibt doch Fahrräder. Wollte mir das nicht glauben. Aber die Straßenkarts... Nee, ich wollte nicht glauben, dass du das bekommst. Das ist eine andere Sache. Ist ein Unterschied. Da ist was dran. Aber die Straßenkarts, die sehen auch ganz anders aus als die richtigen Rennkarts. So, ich verbessere mich auf 1,445. Schlecht. Ey. Ich bin absolut der Regen-User. Hellchit ist ein Schnauzer. Ich auch. Wissen wir. Ja, deswegen ist das. Also, Mucke, okay, dann wissen wir Bescheid für nächste Woche Freitag. Wir machen dann nur Regenrennen. Nee. Ja, komm, du kannst mir mal gerne die Eier lassen. Also, vor allem, das Video kam nicht vor dem 17. Das Niveau der Aufnahme ist immer wieder zu. Für alle, die das jetzt gucken, die richtige Aufnahme ist am 17. Januar gewesen. Ja, und diese Aufnahme kommt noch vor dem 17. online. Ich hab mir einen Spoiler für 10.000 gekauft, das ist richtig teuer. 10.000? Wo denn? In Need for Speed World. Ich wollte schon sagen, welchen Spoiler denn, aber ich... Oh ja, das andere Rennspiel da, ja. Das ist unglaublich, dass du wirklich mit Regenreifen so lange durchfahren kannst. Mhm. So, ich bin dann jetzt auch mal in der letzten Runde angekommen. Sehr gut. Also ganz ehrlich, Pirelli, was ihr da 2013 geliefert habt, oh Gott. Oh, ich drehe mich schon wieder an derselben Stelle. Wieso? Also in F1 2013, da ist der Reifenverschlechter so unnormal, der ist ja wie in echt simuliert worden. Nach drei Runden sind die Reifen tot. Das... Die weichen Reifen. Ja, okay, das liegt ja nicht an Pirelli, dass die da irgendeine Scheiße programmieren. Die müssen sich ja nur an die FIA halten und die kriegen ihre Aufgaben und die sollen das machen. Ja, das schon. Lustige ist ja, die FIA, so habe ich das mal mitbekommen, als dieser weg war, die FIA schreibt vor, ihr habt die Reifen so und so zu machen. Und Pirelli ist letztendlich immer der Angemeierte oder die Angemeierten, weil die Reifen halt herstellt, und wenn die halt in Silverstone 2013 andauernd verwerfen, steht natürlich Pirelli und dann so, ne, hier, ihr wart, ihr habt die Reifen produziert, aber die FIA hat halt vor, ihr sollt so schlechte Reifen machen. Die würden ja gerne viel bessere machen. Vor allem, die Pirelli ist ja gar nicht schuld daran, weil als mein Vater in Barcelona war, beim Formel 1 Rennen, war halt der Pirelli-Chef von Pirelli Deutschland, mit dem habe ich halt geredet, und der hat gemeint, die, wischen die Reifen so, dass sie genau einen Radsturz von 0%, dass die so heben. Aber die ganzen Teams, also die haben ja für jedes Team eine Berechnung, wie der Reifen heben würde, wie lang, wie die Abnutzung und so, bei einem Radsturz von 0%. Aber die Teams, die machen ja einen Radsturz, dass die Räder schon ein bisschen in der Schräglage sind, was natürlich heißt, die Werte sind gar nicht mehr gültig, und die nehmen
eigentlich dann das Risiko auf sich, einen Reifenschaden zu kriegen, und Pirelli wäre eigentlich damit aus dem Schneider, aber trotzdem schieben sie es alle auf Pirelli. Hm. Alter, und ich habe mein mega Drift hingelegt, aber ich habe die Karre nicht weggeschmissen. Jungs, ich starte meinen Rechner mal einen kurz neu, bin gleich wieder da. Muck, ja. Ich finde unsere Zeiten sind gut. Ja, also die beste Zeit. Also Tom ohne Dreher, dann wärst du ziemlich stark. Leider täuschen die Zeiten. Also, Patrick gewinnt, wie ist klar, im Regen. Vor Sean, vor Tobi, vor Tom, vor aber mich. Aber nur weil Sean einen Fehler in der letzten Kurve. Vor mich. Kurve, oder vorletzten Kurve gemacht hat. Ja, nee, das war in der viertletzten Kurve. Ja, gut. Yeah, hey, ich gewinne Punkte. Was machst du denn hier so fertig? Ich bin genau ein Mensch wie du. Leute, ich habe meine Position verfehlt, aber trotzdem noch plus 5. Ich schaffe auch noch nicht, weil ich nur die schnellste Runde gefahren bin. Ja, also plus minus 0, Sean. Du musst dann auf Mikey Boy warten. Plus minus, oder plus 50. Ich habe keine Minuspunkte bekommen. Okay. So, und damit haben wir das erste Regenrennen hinter uns. Pff, so, dann machen wir auf Barcelona.